Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terraria. Für uns geht's jetzt weiter mit dem großen Sterben. Und ich hoffe, dass wir auch bald endlich mal die ersten Händler hier ranbekommen. Oh, hier in den Schacht gehe ich mal noch nicht runter. Da ist halt noch nichts. Ja, ich gehe in meine Mine. Ja. Ich buddel erstmal den Schacht noch ein bisschen weiter, bis hier mal ein paar NPCs erscheinen. Ja, ich werde halt ein bisschen, oh, da ist Eisen. Genau das wollte ich nämlich holen, Eisen. Ja, ich kann ja noch gar nicht hier in meiner Mine weitermachen, weil dafür fehlen mir Seile. Bei Eisen werde ich jetzt brauchen für ein neues Schwertchen wahrscheinlich. Werde ich das gleich benutzen. Ja. Ja, wie ich in der letzten Folge schon erwähnt habe, ich werde den Summoner spielen, also mir meine Minions beschwören und eine kleine Privatarmee aufstellen. Und Fabi wird auf Nahkampf spielen. Ja, habe ich noch nie wirklich gemacht, also. Das letzte Mal warst du Magier. Ja, und ich hatte auch schon mal auf Fernkämpfer gespielt, aber halt nicht im Let's Play, sondern mal so. Ja. Stimmt, das war unser erster richtiger Durchlauf. Ja. Oh, hier ist viel Eisen. Das ist relativ an der Oberfläche. Ja. Und ich bin halt ein großer Freund vom Summoner, da man dort nicht, weil man da nicht selber kämpfen muss, sondern aus dem einfachen Grund, dass man sich besser auf den Kampf und die Unterstützung seiner Kameraden konzentrieren kann. Ja, Alter, das ist aber ein Rieseneisen-Vorkommen, jo. Ja, aber Alter, wie riesig ist das denn? Mensch, Abigail, soll sie mir nicht die Ohren voll. Also, da dürften wir ein bisschen was von craften können, von dem Eisen hier. Ja, und ich habe jetzt auch die Pumpkin-Rüstung. Ah. Mit 10% erhöhtem Schaden. Was ein ziemlich schöner Boost ist für den Anfang zumindest. Ja. Und ich habe gerade von einem Gegner ein Goodie-Bag bekommen. Das ist so ein Halloween spezifisches Item und da habe ich jetzt ein Einhornkostüm rausbekommen. Ne, kannst ja anziehen. Habe ich schon. Ist jetzt ein pinkes Einhorn? Nein. Ich bin nicht der Typ vom Softwarefeld. Ne. Der war aber auch nicht pink, der war einfach nur ein Einhorn. Ne, der war pink. Echt, das waren, also okay, gut. Gibt ja solche und solche Dinger. Ja, bei mir war gerade ein goldener Grashüpfer, aber ich konnte ihn nicht fangen, weil ich das Netz nicht hatte. Ah. Na toll, die ersten beiden neuen Biome links und rechts sind in beiden Fällen Wüsten. Ah. Ja. Oh, und jetzt ist dort eine goldene Dragonfly. Warum finde ich jetzt die ganzen goldenen Critter? Der Regenschirm ist eigentlich gar nicht so schlecht gegen die Schleime hier. Ja. Vor allem da er als Lanze zählt, durchstichst du mehrere Gegner gleichzeitig. Ja. Ich denke mal, Kürbisse brauchen wir jetzt nicht mehr. Nicht unbedingt. Ich glaube, man könnte irgendwie Essen draus machen, aber da weiß ich gerade nicht wie. Ja. Dann müsste ich nachschauen. Also ich muss sie jetzt nicht aktiv... Oh, das ist ein Gnom. Ah, lass den versteinern und bauen ab. Der muss halt Sonnenlicht ausgesetzt sein. Ja, ist er. Der zeigt seinen Arsch. Weil ein versteinerter Gnom erhöht das Glück
in der Nähe. Den können wir dann halt dort, wo wir Geld und sowas farmen, aufstellen. Aber keine große Höhle hier. Keine Kiste. Weil wir werden definitiv noch Geld farmen müssen für den Goblin dann, um verzaubern zu können. Ja. Der kostet ja dann ein bisschen Geld. Ja. Was denke ich hier? Oh, ich glaube, in jeder kleinen Kante hier ein. Ah, ich bin in der Wüste. Nee, das ist ein Strand hier. Nee, das ist kein Strand. Ah, hier ist so, sind ist so Palmen. Wüste. Ja. Ah. Unser Merchant ist jetzt da. Habe ich eigentlich eine Recall Potion? Nee, ich habe eine Wormhole Potion. Geh weg, du blöder Geier. Hier muss ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Ah! Okay, gegen Fluggegner ist die jetzt nicht so geil, der Regenschirm. Ja. Oh, cool. Ich habe eine. Ich habe das Lieblingsitem eines YouTube-Kanals gefunden. Wand of Sparking. Ah. Dieser Funkenschmeißer-Zauberstab. Ja. Da oben ist auch eine Kiste. Ich habe gerade meine Kopfhörer gemeldet. Ich mute mich mal kurz. Das bedeutet, der muss sich jetzt per Kabel anschließen. Ah, und hier habe ich eine Blowpipe. Wie komme ich denn da jetzt am besten rüber? Oh, gerade rechtzeitig, da ist ein Schleim. Nein! Wieso auch immer ich da gerade rausgetappt bin, aber gut. Ist ja, denke ich mal, nicht schlimm. Nö. Ah, du bist eh in der Basis. So. Da. Ja, aber ich habe halt im Wiki mal nachgeguckt, der erhöht halt das Glück. Ja. Und hier? Hast du Steine? Ja. Ich würde halt gerne einen Ofen bauen. Ich habe sie dir bereits gegeben und ich hatte Recall Potions. Naja. Nee, ich bin ja an einem Amboss. So, da. Eine Schmelze. So, ich schmelze uns schon mal ein paar Eisenbarren. Das ist gut. Wenn ich sie finden würde. So, zwei Kisten. Die eine mache ich schon mal für Tränke. Ah, nein, ich war doof. Ich habe meine Recall Potions vernichtet. Ah. Das ist nicht so gut. Eine schwere Werkbank. Braucht man die? Wenn das die mit dem roten Überzug ist. Da hängt was Rotes dran, ja. Ah, einfach bauen. Wird schon passen. Hier steht halt für fortgeschrittene Herstellung. Ja. Wie gesagt, einfach machen. Ich mache mir aber erstmal das Eisenbreitschwert. Und ich werde mir mal den Kescher kaufen, weil dann können wir hier solche Eulen und sowas einfangen. Und verkaufen. Und verkaufen, genau. Ah ja, Forest Pylon. Können wir dann auch. Seile hätte ich auch, wenn du welche brauchst. Ja, brauche ich tonnenweise. Wow. Ja. Ja, lauf halt weg. Ja, ich wollte den Hasen fangen. Und das, da ist ein Ding zu weit. Komm her, Zombie. Die Seile sind schon mal ganz gut. Dann kann ich hier nämlich schon mal weiter buddeln. Ja.
Obwohl, der hat doch jetzt auch gerade die Leuchtstäbe, als Nacht ist. Da hat es gerade geruckelt. 45. 60 Eisenbarren braucht man für eine ganze Eisenrüstung. Ja. Ja, werde ich mal auf Eisensuche gehen. Das ist nicht Minecraft. Wo es mit 24 ausreicht. Ja. Es ist halt bloß erstmal erschreckend, wenn es so viel ist. Ja. Ich rasiere erstmal hier die ganzen Lianen von der Decke. Ich muss mich beeilen, genau. Sonst wäre ich gerade fast erstickt. Ah, ersoffen oder was? Ja. Geilerweise ist hier in der Höhle gleich Wasser gewesen. Ah. Eisen, da ist ein Eisen, wow. Da ist jemand gestorben. Ich habe versucht, einen See auszutrinken. Bei mir stand halt da, try to drink a lake. Naja, brauchst halt ein bisschen Volumen für. Ja. Kann ich das abbauen? Hier ist Wolfram. Oh! Steinfalle? Ich bin gerade ganz knapp einer Steinfalle entkommen. Nur so zur Info, Steinfallen sind tückisch. Ja. Ach, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Da ist so eine Vasenstatue. Ja, das ist so eine Statue, die halt eine Vase als Symbol hat. No. Lass sie doch, wenn sie möchte. Ja, kann sie doch sein. Ein gelber Schleim. Oh, au. Naja, nach unten buddeln. Bis wir in der Hölle ankommen, wird's noch dauern. Ach, H war doch für Heal, ne? Ja, habe ich vorhin gesagt. Na, da habe ich nicht zugehört. Okay. So wie öfters mal. Ja, das ist schon normal bei dir. Ah, Leuchtstäbchen oder Knicklichter habe ich auch. Ja, habe ich auch mir schon ein paar geholt. Ich werde trotzdem mal noch Eisen mitnehmen. Ja, kann man immer gebrauchen. Ja. Schadet ja nicht. Ja. Weil ich halt jetzt schon Wolfram gefunden hatte, aber da habe ich jetzt noch nicht so viel, dass man davon irgendwas machen könnte. Wir brauchen eh von den Erzen tonnenweise. Und wer sich jetzt beschweren will, dass ich da die 5 Kupfer in der Wand lasse, die kann man später immer noch rausbuddeln. Jetzt geht's erstmal darum, Höhlen zu finden und neue Items abzugreifen. Ja, und da unter mir sind gerade ein Haufen Schleime. Oh, ich hab Wurfmesser. Ich weiß, Granaten. Oder das. Das funktioniert. Ey, Schleimbanner. Oh, ich habe Edelsteine gefunden, die sind gut für einen Wurf, ja, Enterhaken. Ja. Ah, da unten sehe ich doch noch mehr Wasser. Mehr Wasser? Ja. Oder mehr Wasser. Mehr Wasser. Mehr Wasser. Ja. Mehr Wolfram. Nein, mehr Wasser. Aber hier ist mehr Wolfram. Mehr Wolfram oder mehr Wolfram?
Mehr Wolfram. Ah. Die Zuschauer denken sich jetzt bestimmt auch, oh, sind die bescheuert. Ja. Damit müsst ihr bei uns leben. Vor allem, wenn es an die ewig langen Farm-Sessions von Terraria geht. Naja, irgendwie muss man sich ja unterhalten nebenbei. Ja. Also nicht im Sinne unterhalten im Sinne von quatschen, sondern halt unterhaltsame Nein. Sachen machen. Du weißt Kommt schon. Zwar auch nicht wirklich dabei rum, aber man kann es ja mal probieren. Eine Pfeilfalle. Oh. Ich höre dich buddeln. Ja. Und die wäre fast ersoffen. 6 HP. Oh. Warte mal, das war doch jetzt eine neue Einstellung irgendwo. Interface. Komm her, du Schleim. Jetzt haut er ab, oder was? Was ist das hier? Hier sind, glaube ich, Topaz. So, ich mach mal Health and Mana Style Bar 3 und ich habe zu lange gebraucht. Ich habe vergessen, ein Handtuch mitzunehmen. Ja, deswegen bin ich ersoffen. Ja. Ich nutze die Zeit für einen Schluck Getränk. In der Folge. Machst du doch auch. Bis jetzt habe ich es noch nicht gemacht. Bis jetzt, aber du würdest. Ich mach's aber vor der Folge oder nach der Folge, je nachdem. Ja, und ich mach's auch zwischendurch. Und da bist, hey, du, auch noch, da bist du auch noch stolz drauf. Ja. Was soll man denn nur von dir denken? Nichts Gutes, und das will ich auch so. Man soll mich als den Assi in Erinnerung behalten, der ich auch bin. Ein Assistent? Genau. Was assistierst du denn? Ja, bei deiner ersten eigenen Aufnahme von Anno. Da assistiere ich. Ja, das stimmt. Oh, ich höre einen Wurm. Ein kleiner. Ketten und dann müsste ich mir eigentlich den Enterhaken machen können. Komm her, du Wurm. Oder? Nein. Oh, hier ist ein Minenschacht. Also mit so Karren. Ah. Und das oh. Gold. Ah ja, man könnte Pumpkin Pie herstellen aus 10 Kürbissen. Gibt halt Medium Improvements auf alle Stats. Und hat noch erhöhte Lebensregeneration. So, Guide. Wie ging das jetzt hier mit den Edelsteinen und dem Enterhaken? Ach, naja. Brauchst du 15? Guck ich mal, was ich aus meinem Eisen da machen kann. Du hast dich zufälligerweise Amethyste dabei. Ich hab Topaz. Wie viele? 6. Ah, reicht nicht. Man braucht 15 für einen Haken. Ah, reicht doch nicht. Eine verstärkte Angel. So, habe ich schon mal 7 Wolframbarren. Ist das schon mal was? Ja. Außerdem aus den Kürbissen kannst du dir halt Kuchen machen. Ja. Gibt halt Verbesserungen. Warte, ja. Hast du Kürbis dabei? Ja, glaube. Dann gib mal den Kürbis. Die Kürbisse. Die okay. Körbanden. Ja. Oh, die Demolition Nist schmeißt mit Granaten. Farbstoffhändler. Yay. Eine der unnützesten NPCs. Also, wenn es auf die Effizienz geht, dann ja. Ja.
Aber auch bei dem kann man alles Mögliche verticken, von daher. Na, ich meine halt von Sachen, die du von ihm kaufen kannst. Achso, ja, ist halt Farbe. Boah, wenn du Deko machen willst. Außerdem habe ich schon mal eine Kiste an unserem Minenschacht nach unten für Geld gemacht. Ja. Dass man nicht immer die ganzen Goldmünzen verliert. Ja. Klar, man könnte eine Piggybank nehmen, aber da... okay. Au! Poison ich wurde zu einer pikanten Soße gemischt. Ja. Ah, hier ist eine Höhle. Gut, da kann das Wasser erstmal zumindest ein Ticken abfließen. Und nochmal. Wo bist denn du? Oh, du bist ja schon da unten. Ja. Ah, keiner. Kein Saatgut mehr. Ich merke auch gerade, ich müsste meinen Geist mal wieder beschwören. Ich will mein Geld wieder haben. Und das Eisen will ich. Jo. Das ist zwar nicht viel, aber ich will's haben. Einfach weil Gründe. Weil Erik trinkt, wie ich ja von dir gelernt habe. Genau. Wer das nicht versteht, ich verstehe es auch nicht ganz. Ist von meinem Bruder irgendein Kumpel mal gewesen. Ja. Also ein Insider unter den Insidern. Ja. Ich bin unter dir. Ja. Ich habe dich untergraben. Aber ich stehe über dir. Hast du den High Ground? Ja. Hier ist noch mehr Wolfram. Ich lass dich das alles abbuddeln. Das Interessante ist, in jeder Terraria-Session, in der ich bisher gespielt habe, war ich immer derjenige, der sich zum Tunnelbau in die Hölle gemeldet hat. Boah. Teilweise bekommt man da aber auch ziemlich geiles Zeug. Blaue Schleibe. Ich komme zur Hilfe. Ich glaube, wenn ich da bin, bist du durch, ja. Na, oh, nicht geschafft. Nimm doch einen Minenkarren. Nimm doch einen Minenkarren. Wow, hier ist Ende. Nee, sehr gut. Dung. Fahr hier durch, schnell. Kannst du Schleime töten. Boom. Mal sehen, wo mich der Minenkarren hinführt. Hier ist auf jeden Fall Gold. Hier ist Eisen. Na gut. Da ist Gold. Hier ist ein Skelett als Alien verkleidet. Ja. Es hat mich getötet. Bietet sich aber auch gut an. Wow! Ja, da liegen jetzt ein. Da liegt jetzt eine Goldmünze. Drei Gold liegen da. Oh. Ja, die darfst du jetzt schön holen. In der Zeit beenden wir aber auch kurz die Folge. Starten natürlich auch gleich eine neue, Fabi. Ja. Nur damit du schon mal Bescheid weißt. Ja. Und dann bedanke ich mich an der Stelle fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, tschüss. Tschüss.